im Malen mehr oder weniger künstlerisch betätigt und heute ist das Bundesratsreisli sportlich geworden. Mit sogenannten Elektro-Velo sind die Magistraten der Rüssen dran geradelt, allerdings eher in gemächlichem Tempo und Schelm. Wer jetzt aber denkt, dass das vielleicht etwas mit dem Tempo könnte zu haben, was sonst der Bundesrat in Krise hat. Darum ist Dana Gablinger völlig unbefangen dort angegangen und hat gefragt, wie sportlich sind denn unsere Bundesräte? Gemütlich fahren sie ihre Bundesratsstrecke und blicken vor dem Ziel noch einmal richtig in die Kurve. Unsere 7 Bundesräte heute Mittag zu Rotterdam im Aargau. Die Route ist von der Bundespräsidentin Doris Leuthard gewählt worden. Das Freiamt ist natürlich meine Heimat und das Rüsstal finde ich ist landschaftlich einfach wunderschön. Es ist auch ein eidgenössisch geschütztes Auenschutzgebiet und mit dem Elektrobike können wir ja noch ein bisschen verbinden, ein sportiveres Element und etwas, das noch ein bisschen Energieeffizienz dazukommt. Frau Leuthard hat da eine gute Wahl getroffen. Frau Leuthard macht alles gut, sie ist ja schliesslich unsere Chefin. In der brütenden Hitze zu strampeln ist sicher nicht jedermanns Sache. Zum Glück hückeln sie auf einem E-Bike und profitieren vom Elektromotor. Ich bin im Slow Up Emmental letztes Jahr das erste Mal mit einem so einem gegangen, um gleich schnell zu sein wie mein Mann, der ohne so stark ist, dass er mich abhängen mag. Und das hat mir die Erfahrung gegeben, dass es schön ist, wenn man zusammen ins Ziel kommt, einer halt mit Unterstützung und einer null. Für viele Leute wäre das ein Start zum Anfangen Velo fahren, weil es ist wirklich ein Vergnügen so zu fahren. Aber ich brauche die sportliche Betätigung, darum brauche ich kein E-Bike. Wie haben es denn andere Bundesräte mit Sport? Ich mache sonst gar keinen Sport. Ich muss jetzt aber sagen, das ist ein Elektro-Velo, da muss man eigentlich gar nichts machen. Ich bin sehr überrascht. Ich überlege mir das sogar. Die Remi-Strasse drauf kommen wahrscheinlich mit dem sehr gut. Eine gute Erfahrung. Gibt es eine gute Möglichkeit in dem Fall, dass man sie wieder mal auf dem E-Bike antritt? Ja, ja, aber wissen Sie, ich werde so schnell sein und so einen Helm haben, dass mich niemand wird erkennen.